Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bevor ich anfange, erst nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Meine neue Teamanalyse ist draußen. Derjenige, der die noch nicht gesehen hat, kann ja mal unten in der Videobeschreibung schauen. Der Link dieser Teamanalyse ist unten in der Beschreibung. Jetzt wollen wir aber anfangen mit meinem neuen Video. Heute geht es um die Pläne um den Classic Server. In Zukunft sollen wieder regelmäßiger Videos kommen, also nicht nur einmal in der Woche, was ja eigentlich auch regelmäßig ist, sondern so alle 2, 3 Tage soll mal ein Video kommen, wo ich meine Pläne erzähle. Wir starten heute, wie gesagt, mit dem Classic Server. Die nächsten Tage kommt dann auch ein Video vom DE2. Meine Pläne für den Classic Server sehen folgendermaßen aus. Ich werde mir bald 17-jährige Sechser kaufen und damit versuchen, ein Top-Team aufzubauen. Meine Vorlage ist so ein bisschen Korupnik Kreml, der wirklich große Erfolge mit seinen eigen aufgebauten Teams einfahren konnte. Er ist also meine Vorlage. Dafür möchte ich mir ein komplettes Team aus 17-jährigen Sechsern kaufen, mit Ausnahme der LS, der ERS und der Torwartposition. Um dieses Team ideal fördern zu können, muss ich es aus der ersten Liga aufbauen. Das heißt, das Projekt wird noch einige Zeit dauern. Aktuell bin ich in der Oberliga, es würde die Regionalliga folgen, die zweite Liga folgen und dann wäre ich natürlich erst in der ersten Liga. Ein weiteres Problem ist natürlich auch aktuell der Kampf um die Aufstiegsplätze. Ich habe nur 2 Punkte Vorsprung und spiele morgen gegen den Tabellenersten. Das wird natürlich richtig schwierig, sich dort durchzusetzen. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu den Finanzen. Wie möchte ich mir das ganze Projekt leisten? Ich denke, dass ich über 400 Millionen Euro für dieses Team investieren werde. Das heißt, als allererstes werde ich mir 17-jährige Sechser kaufen, mit Ausnahme der Torwart- und der LS- und der RS-Position. Später werde ich mir dann noch einen gut geförderten Torwart, LS und RS, nachkaufen. Für die 17-jährigen Sechser rechne ich ca. 200 Millionen Euro, für einen guten Torwart 150 Millionen Euro und für LS, RS 50 Millionen Euro. Die möchte ich etwas früher kaufen als den Torhüter. Ob das Ganze aufgehen wird, weiß ich natürlich noch nicht. Ich werde natürlich weiterhin viel Geld sparen und möchte, bis ich in der ersten Liga bin, ein Torwart-Trading aufziehen. Ist jetzt ein bisschen ironisch. Aktuell möchte ich mich selber zum Torwart-Trader ausbilden oder umbilden und später möchte ich dann einen Torwart von einem Torwart-Trader kaufen. Aber anders geht's nicht, wenn man ein Top-Team aufbauen möchte. Das heißt, ab nächster Saison werde ich nur noch Torhüter kaufen, mit Ausnahme natürlich des Stammteams, mit dem ich aufsteigen möchte. Aktuell bin ich ja relativ demotiviert, was das Trading angeht. Ab nächste Saison versprochen wird es dann wieder richtig losgehen. Ich werde mir 17-jährige 5er Torhüter kaufen und diese auf 18-jährige 7er ziehen und noch viele weitere Torhüter kaufen, mit denen ich Geld verdienen möchte. Ob das Ganze dann klappen wird, erfahrt ihr dann übernächste Saison. Ich werde über mein Torwart-Trading einige Videos bringen, auch mit schönen Statistiken, hoffe ich. Wenn ich mich dazu motivieren kann, einige Tabellen dazu anzulegen oder wenn ich jemanden finde, der das richtig toll machen kann. Also wenn ihr Lust habt, Tabellen zu meinen Spielern anzulegen, die ich mir einkaufen werde, in der nächsten Saison und der übernächsten Saison verkaufen werde, dann könnt ihr mich mal anschreiben, vielleicht hat der ein oder andere ja richtig Spaß daran und kann mir die Arbeit etwas erleichtern. Der wird natürlich auch in meinen Videos erwähnt werden. Das Ganze wird natürlich nicht unverdient bleiben. Jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Thema heute. Morgen geht es dann, wie gesagt, weiter mit den Plänen für den DE2. Oder vielleicht klappt es nicht morgen, dann wird es aber auf jeden Fall die nächsten Tage kommen. Nämlich gibt es wieder 2 neue YouTuber, die regelmäßig OFM-Videos bringen. Zum einen Lightjumper Smiley und zum anderen LP Holleck. Beide bringen regelmäßig OFM-Videos. So circa im Abstand von einer Woche lohnt sich auf jeden Fall dort mal vorbeizuschauen. Morgen wird dann noch eine kleine Besonderheit in dem Video kommen, ein ganz kurzer Überraschungsteam-Check. Ein Manager hatte mich angeschrieben, er und sein Sohn, sie hätten gerne auch einen Teamcheck. Das Ganze kann ich natürlich nicht umsetzen, noch 10 Teams sind in der Warteliste. Trotzdem werde ich mal ganz kurz bei dem Manager vorbeischauen. Ich denke, damit kann ich ihm eine Freude machen. Also Leute, wir sehen uns dann die Tage. Ich hoffe, wie gesagt, es wird auf morgen hinauslaufen. Haut rein und bis dann.